Hallo liebe Streckerinnen und Strecker, dieses kleine Video zeigt euch, wie man für die linke Seite des Hazy Lane Pullovers die Maschen auffasst. Ich habe dieses kleine Probestückchen gemacht. Dieses hier steht für die rechte Rückenseite und wir fassen jetzt Maschen auf für die linke Rückseite. Und zwar beginnen wir mit der Hinreihe nach oben und fassen eine Masche aus der Randmasche auf. Danach ist hier diese Hebemasche und wir fassen hier eine Masche direkt aus der Mitte der Hebemasche auf. Dann sind drei Maschen auszufassen aus diesem glatt linken Maschen hier. Also drei Maschen hier auffassen aus dem Anschlag. Und dann wieder eine Masche aus der Mitte der Hebemasche auffassen. Jetzt müssen wir wieder Maschen aus diesem Abschnitt an links, glatt linken Maschen auffassen. Und zwar kommt die Anzahl darauf an, wie lang euer Pullover ist. Die genaue Anzahl findet ihr im Streckmuster. Wir sind jetzt hier an dem Streifen mit glatt rechten Maschen angekommen und zwar müssen wir hier auch wieder aus der Mitte der Maschen auffassen, nicht aus dem Anschlag. Also wir fassen jetzt hier 7 rechte Maschen auf und zwar wieder, indem wir in die Mitte der Maschen einstechen. Kurz vor dem Ende der Reihe haben wir jetzt nochmal drei linke Maschen, aus denen wir auffassen. Also hier wieder aus dem Anschlag dieser drei linken Maschen auffassen. Dann nochmal eine Hebemasche, in die wir in der Mitte einstechen und diese aus dieser einen Hebemasche auffassen. Und ganz am Schluss noch eine Masche aus der Randmasche auffassen. Und somit haben wir alle Maschen für den rechten Rückenteil aufgefasst. Nun geht es weiter mit dem Maschenauffassen für die linke Vorderseite. Und zwar ist das Prinzip das gleiche, die Reihenfolge ist nur anders. Und zwar beginnen wir auch hier mit der Hinterseite nach oben und fassen eine Masche aus der Randmasche auf. Danach stechen wir wieder in die Mitte der Hebemasche ein und fassen eine Masche daraus auf. Dann haben wir wieder diese drei linken Maschen, aus dem Anschlag. Und danach diesen Streifen an glatt rechten Maschen, wo wir wieder in die Mitte der Maschen einstechen müssen, um die Maschen aufzufassen. Und zwar müssen wir hier insgesamt 7 Maschen auffassen. Danach geht es wieder weiter mit den Maschen aus dem Anschlag dieser linken Maschen aufzufassen. Und zwar das gleiche Prinzip wie bei der Rückseite. Die genaue Anzahl der Maschen, die ihr hier auffassen müsst, ist abhängig davon, wie lang der Pullover ist. Die Zahl könnt ihr dem Strickmuster entnehmen. Ganz am Schluss hier nochmal eine Hebemasche, aus der wieder in die Mitte eingestochen wird, um aufzufassen. Und am Schluss ist noch eine Randmasche aufzufassen. Und jetzt seid ihr fertig und könnt mit der linken Seite des Strickmusters loslegen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr im Ravelry-Forum posten oder mir auch gerne eine E-Mail schicken. Alle Links zum Strickmuster findet ihr unter dem Video oder jetzt am Ende hier nochmal. Viel Spaß beim Stricken! Tschüss!